Als nächstes haben wir einen Einzelkämpfer mit dem SAO-Helm, so heißt das Projekt. Ein weiteres schönes Hardware-lastiges Projekt, wie ihr gleich sehen werdet. Genau, da wurde gebastelt und handangelegt von Julius unter Hilfestellung von Henrik und Christian, die seine beiden Mentoren waren. Und damit überlassen wir Julius die Bühne. Hallo, ich bin Julius. Ich hatte mir vorgenommen, also in einem Anime gibt es so eine Art Nerf Gear, das ist so eine Art Helm, wo man in so eine Virtual Reality Welt in dem Sinne eindringt. Und weil ich nicht direkt ein ganzes Spiel Virtual Reality irgendwie programmieren wollte oder schaffen wollte, hatte ich erstmal mich mit dem Helm auseinandergesetzt. Und was ich hier anhabe, ist in dem Sinne das untere vom Helm, was heute gerade noch fertig geworden ist. Da kommen eigentlich noch hier so welche, die über den Kopf gehen. Und dann kommen noch welche, die dann die Maske halten, wo dann die Servos angeschlossen werden, damit die Maske wie bei Iron Man hoch und runter fahren kann. Umschalten auf die Kamera. Und viele fragen sich natürlich, warum umweltbewusst. Man kann in dem Sinne mehrere Sensoren, zum Beispiel Feinstaubsensoren, anschließen an dem Arduino Uno, der hier unter den Kabeln versteckt ist. Und damit könnte man theoretisch einfach draußen anmachen und einfach unterwegs einen Feinstaubsensor gucken, was so für Feinstaubwerte oder andere Werte verfügbar sind in der Umwelt. Hier haben wir ein LCD-Display drin, wo ein Programm drauf geschrieben ist, dass man den seriellen Monitor, heißt die ganzen Daten, die von einem Sensor auskommen oder empfangen werden, werden auf diesem Monitor sichtbar. Viele fragen sich, okay, der Bildschirm ist 2 Zentimeter von meinem Auge, das kann ich doch nicht scharf stellen. Deswegen das lange Ding hier, da muss man gucken, meine Ohren sind ein bisschen zu breit, muss ich noch ein bisschen kürzen. Dass ich dann wirklich bis nach hinten durch und dann hat man 3-4 Zentimeter und das schafft mein Auge. Also ich bin ganz zufrieden. Also man sieht auch, man hat 2 schwarze Augen. Durch das eine kann man so durchgucken, was in dem Sinne wie beim Auto mit so einer Folie gespiegelt ist. Beim anderen ist es komplett schwarz, weil dann der Bildschirm da ist. Dann hat man die beiden Servos, die dann später, wenn der Helm komplett zu ist, damit man dann per Knopfdruck an der Seite den Bildschirm hoch und runter fahren kann, oder eher gesagt die Maske, damit man auch unterwegs, wenn man mal irgendwie in den Bus einsteigt oder zur Bank geht und es geht nicht so schnell ab, dass dann nicht gleich kommt, hallo Polizei. Jetzt können wir nochmal rüberschalten, ich hatte nochmal was gemacht. Die ganzen Teile, die hier liegen auf dem Tisch, waren am Freitag erstmal nur im Programm zu sehen. Am Samstag oder über die Nacht, sagen wir es ja so, wurden die Teile dann komplett auseinandergenommen, zurechtgeschnitten für die ganzen 4 3D-Drucker. Es tut mir leid, die Leute, die was drucken wollen. Und das waren in dem Sinne die ganzen Teile. Diese Teile haben wir alle durch, alle gelben. Das hier habe ich gerade auf in dem Sinne, bloß dass wir hier oben den Deckel nicht haben. Der Deckel ist nämlich hier und die Teile, die dann später die Maske in dem Sinne halten. Das sind die Teile, die wir noch fehlen. Und hier stehen so die Arbeitsschritte drinne. So als erstes den Auseinandercutten, dann Slicen für den 3D-Drucker. Dann druckt man sich und dann freut man sich, was man erschaffen hat. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Umwelt, weil irgendwas muss ja mit Umwelt zu tun haben. Wie schon am Anfang gesagt, man kann jeden Sensor, den man Bock drauf hat oder den man programmieren kann, einfach reintun, programmieren und los geht's. Das Positive ist, man braucht keinen Laptop mehr rumzuschleppen, sondern hat alles auf dem kleinen Monitor.
Und es spart Zeit und Energie. Vielen Dank, Julius.